Ja moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends Video. Heute mal ein bisschen was anderes und zwar habe ich die letzten 2 Monate an einer Liste gesessen und zwar habe ich mal einen Shoutout gemacht an euch, was könnte ich über Apex Legends noch für Videos bringen, die mal nicht ein Store-Update-Video sind oder ein Best-of- oder Info-Videos allgemein. Da hatte jemand eine richtig geile Idee, ich weiß leider nicht mehr, von wem es kam. Mach doch mal eine Liste von allen Sachen, die du dir an Apex Legends oder für Apex Legends noch wünscht, an Verbesserungen, Änderungen, Inhalten und so weiter, was ich mir da so vorstellen könnte. Habe ich mir jetzt lange genug im Kopf gemacht. Ich habe eine Liste von 14 Sachen, die ich in Apex mir wünschen würde, Änderungen, die ich sehr, sehr interessant finde und würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr eure Meinung kundtut oder vielleicht selber den ein oder anderen Verbesserungswunsch für Apex noch hättet, den ihr natürlich gerne in den Kommentaren rauslassen könnt, würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Ich würde sagen, ich fange jetzt direkt mal an, damit ich es nicht ewig in der Länge ziehe. Und zwar Nummer 1, was ich mir wünschen würde im Trainingsmodus. Würde ich es geil finden, wenn sämtliche Aufsätze, Visiere, erweiterte Magazine, Schäfte und so weiter, dass die alle in einer gesonderten Ecke liegen, dass man die alle mal benutzen kann, damit man ein bisschen testen kann, wie die Waffe sich mit dem Visier, mit einem Sniper-Visier oder mit einem Schaft oder mit einem erweiterten Magazin und schnellerem Nachladen, wie sich das alles verhält, wie viel Zeit habe ich, bis ich wieder nachladen muss oder eine Shotgun, die mit dem Lauf, der lila Lauf, damit schießt du deutlich schneller als mit einer Friedensstifter ohne diesen lila Lauf. Das macht mega viel Unterschied. Das würde ich mega geil finden, wenn das als Option in den Trainingsmodus kommt. Man kann sämtliche Waffen testen, warum nicht also auch die Aufsätze? Finde ich sehr, sehr schade, denn es ist für einen Anfänger, auch bei mir war es so, sehr, sehr mühselig, bis man, wenn man sich über die Map bewegt, bis man mal halbwegs checkt, wofür sind die ganzen Aufsätze und so. Das würde ich sehr, sehr geil finden als Änderung und zusätzlich für den Trainingsmodus. Die Legende seiner Wahl. Ich habe jetzt hier, ihr seht jetzt hier im Hintergrund zum Beispiel den Pathfinder. Mit dem Pathfinder ist es echt nicht so einfach umzugehen mit dem Grappling Hook, dass man sich, was weiß ich, eine hohe steile Wand wegschleudern kann, dass man schnell vom Gegner wegkommt und so. Das ist sehr, sehr viel Übung und deswegen würde ich das geil finden, wenn ich mit einem Pathfinder oder eine Legende meiner Wahl in den Trainingsmodus kann und mich da ein bisschen austoben kann. Ist eigentlich eine simple Änderung, verstehe ich nicht, warum die nicht drin ist. Nächste Änderung. Solo-Modus ist jetzt erstmal für die Zeit des Events drin, soll natürlich als fester Bestandteil kommen, auch wenn es jetzt gerade eine Testphase ist. Aber den Solo-Modus, wenn er jetzt nicht gerade drin wäre, wäre das etwas. Und vor allen Dingen auch ein Duo-Modus würde ich mir absolut für dieses Spiel wünschen. Hier und da hat man vielleicht mal einen Stammmate, mit dem man am liebsten spielt. Mein Kumpel Schweini, mit dem zocke ich nun mal am liebsten. Und deswegen würde ich das geil finden, wenn Duo-Modus auch kommt. Der Solo-Modus, der wird garantiert fester Bestandteil des Spiels. Und ich finde überraschenderweise den Solo-Modus sehr, sehr spaßig. Das hätte ich nicht gedacht. Ich finde ihn jetzt mittlerweile sehr, sehr geil. Nächste Information. Dazu wechsle ich jetzt mal ganz kurz, Moment, auf die Display-Aufnahme und wechsle hier mal auf die beiden Bilder. Kommen wir zuerst zu dem Bild. Und zwar würde ich mir wünschen, dass man aus dem Rucksack heraus Sachen pingen kann. Ihr kennt das vielleicht, ihr braucht leichte Munition, schwere Munition. Da müsst ihr mit dem Cursor hier drauf gehen, das pingen, dann sagt er, ich brauche leichte oder schwere Munition. Und genauso würde ich mir das wünschen, wenn ich jetzt hier gerade zum Beispiel dieses Schildpack habe oder hier Heilung und ich bin ganz nah am Ende. Warum kann ich also nicht hier drauf gehen, das anpingen? Oder hier drauf oder eine Granate. So musst du erst in das Granatenmenü oder in das Heilungsmenü, um deinem Teammate klarzumachen, du willst die oder die Sache haben. So hast du zentral in deinem Rucksack. Natürlich kann es sein, dass du in deinem Rucksack gerade keine Heilung hast. Dann musst du in das Menü. Man könnte aber zum Beispiel hier rechts noch so eine Art grauen Button für Heilung extra nur zum Anpingen hinmachen. Das fällt mir jetzt spontan ein, einfach weil ich es gerade so erzähle, weil der Rucksack kann ja auch komplett leer sein. Was willst du im Rucksack also anpingen außer Munition? Da könnte man hier 2 Button oder so hinmachen, alleine für Schilder, für Heilung. Drückst du drauf und dann weiß dein Kollege, du hast aus dem Rucksack raus ein zentralen Ort, wo du alles anpingen kannst, was du brauchst, was deine Teammates dir fallen lassen können. Das wäre eine Änderung, die würde ich sehr, sehr geil finden. Auch total simpel, wahrscheinlich umsetzbar. Als nächstes haben wir hier dieses schöne Bild. Was will ich euch damit sagen? Ihr seht ja jetzt hier, ich bin ja gerade in der Zuschauerrolle, weil Mo hier gerade am Start ist. Ihr seht hier mein goldenes Buddy. Das seht ihr natürlich hier auch. Hier ist es lila.
was ich mir wünschen würde. Hier ist genug Platz. Könnte man vielleicht noch ein bisschen erweitern. Warum sieht man in der Anzeige nicht, was hat mein Teammate für einen Helm? Musst du nicht ständig die ganze Scheiße anpingen. Wenn du ständig an einem Helm vorbeiläufst, pingst du den ständig. Wenn du nicht weißt, was deine Teammates sagen, gerade mit den Randoms, mit denen du dich vielleicht nicht verständigst, wäre das angenehm. Zeitgleich kann man in diesem kleinen HUD auch noch anzeigen. Vielleicht einen Totenkopf mit einer Zahl, der euch verrät, wie viele Kills hat denn mein Teammate eigentlich gerade. Zeitgleich würde ich es vielleicht sogar geil finden, wenn man hier vielleicht irgendwo eine kleine Schadensanzeige mit hinmacht. Oder oben rechts für dich selber. Das würde ja reichen. Schadensanzeige beim Teammate vielleicht nicht unbedingt. Wäre aber ein geiles Gimmick. Aber oben rechts, wo deine Kills stehen, warum nicht da auch eine kleine Schadensanzeige hinmachen? Würde ich auch ziemlich cool finden. Oder eine Assist-Anzeige. Wenn jemand einen Kill machst und du hast einen Assist, weil du ein bisschen Schaden mit auf den Gegner gemacht hast, warum nicht also auch einen Assist-Button, damit du weißt, okay, du hast für den oder den Kill vielleicht noch ein bisschen geholfen. Würde ich auch sehr, sehr geil finden. Aber vorrangig würde ich es geil finden, dass man hier sieht, da ist ein Helm, den der Teammate hat, ein Totenkopf mit einer Zahl dahinter. Absolut simple Sache, würde ich total geil finden. Gerade wenn man vielleicht so ein bisschen Squad-internes Kill-Duell macht, wer macht die meisten Kills, da musst du nicht jedes Mal nachfragen. Würde ich eine geile Änderung finden. Dann würde ich es zeitgleich, Moment, ich mache mal kurz hier wieder das Capture aus, dann würde ich es zeitgleich auch besser finden. Ihr kennt die Situation, ihr rotzt auf einen Gegner drauf und habt gefühlt 90% Damage gemacht, dann kommt dein Teammate um die Ecke, schießt eine Kugel drauf, pupp, wer kriegt denn den Kill? Ihr wisst ganz genau, dein Teammate und nicht du. Ich würde es mir wünschen, dass derjenige, der den meisten Schaden am Gegner ausgeteilt hat, den Kill kriegt. Natürlich, wenn der Gegner jetzt wegrennt und der heilt sich, ja, dann fängt das irgendwo von null an. Aber im Gunfight, wer den meisten Schaden austeilt, soll den Kill kriegen. Natürlich kommt es hauptsächlich darauf an, zu gewinnen im Squad. Aber irgendwo ist es fürs Ego doch geil, wenn du den meisten Schaden ausgeteilt hast, sollst du gefällig auch den Kill kriegen. Auch eine simple Sache, verstehe ich bis heute nicht, warum das nicht so ist. Dann Mods. Ihr kennt die Mods, ihr kennt den Turbolader. Der ist schön Gold seit Season 2, ist auch der Skullpiecer Gold. Dann gibt es die Hammerpunkt-Munition, die Disruptor Rounds. Dann gibt es Feuer-Receiving-Mod. Die sehen alle gleich aus. Bis auf Farbe Gold gibt es jetzt nur zwei Mods. Und die lilanen kann man nicht einfach, die optisch einfach so gestalten, dass jeder Mod einzeln für sich sofort von der Ferne erkennbar ist. Alles klar, Hammerpunkt, Munition, Disruptor Rounds für die Alternator. Oder da hinten leuchtet es gold und weißt genau, das ist der Turbolader. Du rennst nicht einfach umsonst hin, weil du feststellst, ist der Skullpiecer, den brauche ich überhaupt nicht. Das ist auch so eine Sache, die ich nicht verstehen kann, warum sehen die ganzen Mods gleich aus, sind einfach nur farblich, entweder lila oder gold. Finde ich sehr, sehr schade. Eine simple Sache, kann ja nicht so schwer sein, das zu ändern. Ist jedenfalls meine Meinung. Weitere Sache, die ich cool finden würde, das Standard-Level könnte doch mal angehoben werden. Viele von uns, die seit Anfang an bei Apex dabei sind, die kennen dieses Icon, sind Level 100, haben dieses Icon. Warum hebt man das Standard-Level nicht einfach an? Von mir aus, jede Season um 10 Level wäre doch eine Option. 3 Jahre wird das Spiel mindestens am Laufen gehalten. Und deswegen bin ich der Meinung, man könnte doch pro Season 10 Level machen. Wie bei Destiny gab es alle paar Monate ein fettes neues Update. Da wurde das Level angehoben, das Lichtlevel. Kann man doch hier genauso machen. Und dann vielleicht alle 5 Level ein kostenloses Apex-Pack, damit man ein bisschen Anreiz hat, noch ein bisschen zu leveln und das Spiel auch länger zu spielen. Und so ein Pack, das kann ja nicht zu viel verlangt sein. Und zeitgleich könnten die ja auch so ein bisschen den Store erweitern. Also allgemein den Store sowieso, den könnte man mal ein bisschen verändern, finde ich. Mal abgesehen davon, dass das jetzt der Event-Store ist. Aber ich finde auch hier, wenn ihr jetzt auf die Legenden mal geht und die ganzen Skins, auch hier könnte man vielleicht noch ein bisschen dran arbeiten, dass es ein bisschen mehr wird. Reizt natürlich die Leute dann auch mal wieder ein bisschen Geld für Apex-Packs auszugeben. Und da sind wir auch gleich wieder beim nächsten Thema. Die Packs könnten ruhig ein bisschen günstiger sein, gerade für die Events. Das gibt nur wieder Trouble. Wo ist das Problem? Free-to-play ist klar, das muss ich ein bisschen finanzieren. Aber so ein bisschen mehr für die Masse, gerade für, ich sage mal, natürlich ist das Spiel ab 16 oder ab 18, ich weiß es gar nicht. Dass aber die Masse von unter 15-Jährigen das Spiel spielen. Seid doch froh, wenn die vielleicht Mama anbetteln und ein bisschen Geld bei Mama aus dem Portemonnaie rausleiern. Naja, dann können die sich vielleicht für einen Fünfer auch mal 10 Packs kaufen oder so. Wäre doch eine feine Sache.
So, dann würde ich es auch sehr geil finden, auch wenn zum Event jetzt gerade ein neues Erbstück dazugekommen ist, was arsch viel Geld kostet. Ja, Erbstücke für die Masse. Einfach ein paar mehr Erbstücke, dass man die Chance hat, wenn man schon bereit ist, Geld zu investieren, dass die Chance erhöht ist, so ein scheiß Erbstück. Scheiße meine ich damit nicht böse, aber ich habe, glaube ich, jetzt schon 250 Packs geöffnet und hatte das Erbstück bis jetzt noch nicht. Ich kenne jemanden, der hatte nach drei, wirklich, das Spiel ist neu gewesen, drei Packs geöffnet, die man sich freigeschaltet hat. Das zweite oder das dritte war das Erbstück. Da fasse ich mir an den Kopf. Egal. Erbstücke würde ich auf jeden Fall eine coole Sache finden. Ping aus dem Rucksack habe ich euch erzählt. Dann würde ich es geil finden. Kennt ihr vielleicht aus Call of Duty? Ein Gegner macht dich richtig hart platt und du denkst dir, wie kann das sein? Wie hat er mich geholt? Ich würde es cool finden, wenn es eine Abschusskamera gibt, damit ihr mal aus Sicht des Gegners seht, wie hat er euch eigentlich weggerotzt? Hat er euch vielleicht sogar eher gesehen, weil ihr das Gefühl habt, ihr habt einen unter- oder einen überirdischen Ping und ihr habt vielleicht einen zu schlechten Ping. Der Gegner hat dich schneller gesehen. Ich hatte gestern erst im Stream eine Szene, da habe ich einen in den Rücken geschossen. Ein Magazin ist lila, Buddy war weg, der dreht sich um und rotzt mich locker weg. Und ich hatte selber einen lila Buddy. Und die Abschusskamera hätte ich gerne gesehen. Nee, war sogar heute im Stream. Hat vielleicht der ein oder andere gesehen und hat sich gedacht, was für eine Null. Egal, darum soll es nicht weiter gehen. So, Kills, mehr Schaden habe ich auch erzählt. Dann, was ich auch sehr geil finde, es gibt jetzt viele, viele Herausforderungen, das kennt ihr alle. Dann seid ihr vielleicht gerade im Game und denkt euch, fuck, welche Herausforderungen hatte ich eigentlich nochmal? Ich würde es geil finden, wenn ihr gerade auf der Map herumwandert. Warum kann man nicht einfach kurz Stopp drücken? Dann gibt ein separates Herausforderungsmenü, da könnt ihr kurz gucken, was könnte ich vielleicht jetzt gerade aktuell noch abschließen. Und zeitgleich, wenn ich, was weiß ich, 10 Kills machen muss. Oder ich muss hier zum Beispiel in Artillerie 10 Lootboxen öffnen. Hatte ich nämlich jetzt erst. Warum kann es nicht ein Feedback geben? Ich habe die 10. geöffnet und dann kommt da ein kleines Symbol. Achtung, Herausforderung abgeschlossen. Dann weiß ich für mich, abgeschlossen, ich muss da nicht nochmal landen. Nein, musste jedes Mal warten, bis das Match beendet ist. Dann guckst du wieder mühselig in deine Herausforderungen und so hast du gleich ein Feedback. Auch bestimmt eine ganz simple Sache, die man einblenden könnte, würde ich auch sehr, sehr geil finden. So, dann habe ich auch gesagt, dann würde ich es auch sehr, sehr geil finden. Ihr kennt das, den Vergleich vielleicht, ihr heilt euch mit einer Spritze, mit einer kleinen Spritze oder ihr heilt euch mit einer kleinen Schildzelle. Die Schildzelle ist deutlich schneller, gebt euch aber genauso viel Energie, als wäre es eine Spritze, halt nur aufs Schild. Im Vergleich zur Schildzelle heilt ihr mit der Spritze deutlich langsamer. Würde ich geil finden, wenn ihr die Spritze vielleicht ein bisschen so gestalten, dass man schneller geheilt ist. Das geht mir nämlich absolut mega auf den Sack. Bei dem Phoenix Kit bin ich ganz der Meinung, das soll so langsam sein. Auch die Schildbatterie ist im Vergleich zum großen Medikit deutlich langsamer. Das ist sowas, da finde ich, so ein Sekündchen könnte man da vielleicht mal abziehen. Wäre zumindest meine Meinung, das ist wieder Ansichtssache, wenn es so bleibt. Naja, jeder hat sich dran gewöhnt und weiß, wie das ist. Würde ich jetzt nicht dramatisch finden, wenn es so bleibt. Aber das wäre für mich ein Anreiz zu sagen, hier, das ist vielleicht eine Sache, da könnte man mal ein bisschen dran rumschrauben. Das ist allgemein neue Waffen. Würde ich mir natürlich auch wünschen, habe ich jetzt auf der Liste hier nicht stehen, aber mal ein paar neue Waffen, mal ein bisschen Abwechslung. Wenn ich jetzt 3 Monate warte, oder wir haben jetzt 5 Monate gewartet, bis die Elstar kam und es kommt raus, die Elstar benutzt sowieso keine Sau, weil sie A, relativ selten auf der Map zu finden ist und B, ist die Waffe nur gut, wenn du in extremen Nahkampf bist, dann überhitzt sie, die Waffe ist einfach langweilig. Meine persönliche Meinung, einfach mal ein paar ganz normale Standardwaffen, die man finden kann. Und wegen mir könnt ihr die scheiß Mosambik endlich entfernen. Meine persönliche Meinung könnt ihr euch auch gerne auslassen. Selbst die goldene Mosambik ist nicht meins, auch wenn sie stark ist. Aber die Mosambik ist der letzte Dreck. Punkt. Meine persönliche Meinung, wer das anders sieht, dann ist das völlig okay. Dann, was ich auch noch sehr geil finden würde, die Zipline des Pathfinders. Würde ich cool finden, wenn man die zerstören könnte. Ihr kennt das vielleicht gerade im Solo-Modus, ihr seid mit dem Pathfinder unterwegs, wollt an irgendwo euch mit der Zipline hin verpissen und ich habe jetzt im Solo-Modus echt festgestellt, nicht gerade wenn man am Squad unterwegs ist, du überlegst zweimal, benutzt du jetzt eine Zipline, weil ein Gegner könnte ja vermeintlich hinter dir herrennen, den du vielleicht gar nicht bemerkt hast und der kann dich ganz easy über die Zipline verfolgen. Deswegen würde ich das geil finden, man fährt die Zipline rüber und kann dann diesen Mast zerstören. Die Zipline ist breit, weil den Zaun von der Watson kann man ja auch zerstören.
Also warum nicht auch die Zipline? Würde ich zum Beispiel ganz geil finden. Ich meine, wenn das nicht geändert wird, haben wir auch gelernt, damit zu leben. Aber ich würde das geil finden, wenn man die Zipline abreißen kann. Dann eine neue Map, ist klar. Jeder wünscht sich irgendwann mal eine neue Map. Ich weiß, dass das sogar schon in der Mache ist. Darüber gibt es aber noch keine Information. Ihr seht ja, wenn ihr auf der Königsschlucht unterwegs seid oder gerade noch im Jumpship, ihr seht mehrere Inseln, wenn ihr euch mal umguckt. Und eine davon, finde ich, ist in den letzten Monaten deutlich klarer von der Sicht her zu sehen. Vielleicht ist das aber auch nur Einbildung. Ich weiß, dass auf jeden Fall andere Maps in der Mache sind und noch kommen werden. Wann steht in ferner Zukunft? Und zeitgleich der nicht unbedingt mein Wunsch, aber ich habe gehört, dass sich das viele wünschen würden, weil es in Fortnite zum Beispiel so ist oder anderen Spielen wie auch Blackout, Fortbewegungsmittel, dass man nicht unbedingt zu Fuß oder per Zipline oder per Flugballon unterwegs ist, was weiß ich, ein Squad für den Squad, haha, witzig, was für ein Wortspiel, oder irgendein Vieh. Ich habe ja mal darüber berichtet, dass eventuell bald mal noch andere Monster wie die Prowler, nicht die Waffe, sondern das sind so tigerartige Wesen, vielleicht kann man ja später mal auf den reiten, keine Ahnung, aber irgendwelche Fortbewegungsmittel würde ich mir jetzt nicht unbedingt für die Königsschlucht wünschen, weil ich finde, A, ist die Königsschlucht jetzt nicht so mega riesig, wenn man das mit anderen Battle Royales vergleicht. Deswegen finde ich, man kann die Map ganz gut zu Fuß und auch über Ziplines und Ballons überqueren. Ich finde es auch sehr uneben. Aber für zukünftige Maps, die vielleicht deutlich größer sind, würde ich das gar keine so schlechte Idee finden, wenn dann noch hier und da ein paar Fortbewegungsmittel dazukommen. Würde ich zum Beispiel ganz geil finden. Und eine Option, die ich auch sehr, sehr feiern würde, dass man eine Option zwischen zerstörter, aktueller Map von der Königsschlucht hat, sei es Season 2, oder wenn man einfach Bock hat, die alte Map, die unzerstörte Map. Jeder weiß es, Mo hat es auch geschrieben, Pray for Kaskaden oder was er gesagt hat, ich weiß es gar nicht, fand es so witzig. Es gibt halt Leute, die fanden die Kaskaden früher deutlich geiler, jetzt gibt es die Kaskaden so nicht mehr. Da ist jetzt die Verwahrung drin, ich finde den Platz deutlich besser als die Kaskaden, aber ich fand auch die Kaskaden sehr, sehr geil. Das wäre vielleicht auch eine Option, das könnte eventuell hier und da auch die Server ein bisschen entlasten, dass es spezielle Server nur für die eine Map und für die andere Map gibt und dann ist dieser scheiß Code Leaf vielleicht nicht mehr ganz so dramatisch. Gleichzeitig die Änderung, die können endlich mal den Server ein bisschen basteln. Ja, das soll es soweit von meinen persönlichen Wünschen, was ich mir für Apex Legends vielleicht für die Zukunft noch wünschen würde. Mit der Liste war es das jetzt. Ich würde mich wirklich mega freuen, wenn der ein oder andere von euch vielleicht auch die absolute Knaller-Idee hat, die in meine Kommentare schreibt. Lasst euch gerne aus, wie ihr auch das Video gefunden habt, mit einem fetten Daumen nach oben. Ein Abo, wenn ihr neu seid. Ich mache tägliche Informationsvideos, die meisten von euch wissen das. Livestreams. Ich würde mich mega drüber freuen, wenn ihr euch da wirklich absolut auslasst. So, wir haben es jetzt Donnerstag, wenn das Video live rauskommt. Am Freitag Vormittag gegen 9 bis 12 Uhr gibt es den nächsten Solo-Livestream. Und für alle, die es interessiert, am Sonntag gibt es das erste Call of Duty oder den ersten Call of Duty-Livestream von mir. Da kommt nämlich, am Freitag kommt die Alpha raus und am Sonntag werde ich mich mal ein bisschen auslassen. Da gibt es mal keinen Apex-Stream, sondern endlich mal ein anderes Spiel auf meinem Kanal. Freue ich mich sehr drüber. Das war es jetzt von mir. Ich hoffe, das Video ist jetzt nicht zu langatmig für euch geworden. Ich wünsche euch noch einen schönen Rest. Donnerstag, schon mal ein schönes Wochenende, je nachdem, wann ihr das Video findet. Das war's von mir, haut rein, ciao.